Hallöchen und ein schnurzliches Willkommen zurück zu The Callisto Protocol. So, ich musste gerade hier dieses Kackbratzenviech nochmal neu kaputt hauen. So viel zum Thema zu jeder Zeit speichern. Aber zumindest hat man die Möglichkeit, zu jeder Zeit zu speichern und praktisch den letzten Checkpoint abzuspeichern, ohne drauf zu warten, dass man irgendwie ein Ladesymbol sieht. Des Weiteren, ich habe mal bei mir hinten die Kamera ein bisschen kleiner gemacht. In der Aufnahme sah die doch sehr groß aus tatsächlich irgendwie. Und ja, also von daher. Ich habe jetzt übrigens auch den Sound, den Ton auf Englisch gestellt. Klingt in den ersten 2 Sekunden schon deutlich besser. What you doing? Und ja, ich hoffe, dass das jetzt etwas angenehmer wird. So. Gut, dann gehen wir jetzt mal in die zweite Testaufnahme, weil ich wegen dem Ruckel nochmal schauen wollte. Okay. Ich wollte bei dem Ruckel nochmal nachschauen. Nicht, dass hier, dass ich sage, ja, passt alles. Jacob, over here! This gate's no good. Console's not responding. Back there, I just saw something. It attacked me and it didn't seem human. What do you want about? I know what I saw. Look, this place can mess with your head, but this is our chance. Whatever it was you saw, it's all the more reason to get out of here. But you see that watchtower? Yeah. That's our first stop. Meet me there. How? Elevators that way. Take it up to the next level. I'll be in touch. Got it. Ja, das klingt wesentlich besser. So, diesmal hat man gesehen, in dem ersten Kampf hat das Ausweichen auch besser funktioniert. Ich habe zwar trotzdem einmal auf die Schnauze gekriegt, aber ich konnte, dank dem Hinweis, der übrigens doch da war, dass man halten soll, konnte ich ein bisschen besser ausweichen als in der ersten Runde. Und ja, ich gucke jetzt einfach nochmal diese Folge, schaue mir das mit dem Geruckel nochmal an, wenn noch ein paar Feinde mehr da sind. Ich weiß ja nicht, wie ich zugeschissen werde mit Viechern. Und wenn sich dann das Fazit gut anhört, dann werde ich das hier auch weitermachen. Ansonsten wisst ihr Bescheid. Dann werde ich warten, bis vielleicht noch 1 oder 2 Patches nachrücken. Und ja, ich hoffe, es funktioniert. Irgendwie auch nicht. Ich weiß nicht. Ich habe Angst davor zu spielen. Die gute Salome hat übrigens auch jetzt gerade gesagt, sie ist spontan erkrankt und kann deswegen heute Abend nicht streamen. Ich will da nicht hin, aber ich weiß, ich muss nach hinten halten, um Angriffen zu blocken. Um zu blocken. Aha. Schnauzer! Das wird noch lustig. Was? Auf Leiche stampfen. Das geht auch. Nachdem du einen Gegner besiegt hast, drücke die Leertaste, um auf seinen Körper zu stampfen und Gegenstände zu erhalten. Hebe alle Gegenstände auf. Drücke mir was? Leertaste. Also so wie bei Dead Space auch. Geil. Wo ist denn meine Leiche? Also nicht meine, sondern die Leiche. Callisto Credits. Das ist wahrscheinlich Geld. Dem geht's nicht gut. Hoffen wir mal, dass die Tür nicht aufgeht jetzt. Eins finde ich gut, dass man gedrückt halten muss, egal wann, und nicht erst einen bestimmten Zeitpunkt abpassen muss oder so. Das finde ich gut. Weil das ist immer für mich persönlich hochkompliziert, wenn ich dann nur einen gewissen Zeitpunkt machen kann oder ähnliches. Das ist blöd. Ja. How? Enable two-way comms with your core. You know, pick up a few tricks when you've been here as long as I have. But I see you made it to the lift. Just take it down and find the elevator on that level. Okay. Ich freue mich auf unsere erste Knarre. Oh, pardon. Ich hätte vielleicht erst was frühstücken sollen. Beziehungsweise Mittagessen. Wir haben ja schon 12 Uhr. Ich sitze ungelogen seit 1,5 Stunden hier und versuche irgendwie das Spiel zu spielen. Kann ich denn... Hallo?
Hier ist das sehr dunkel. Einmal durchkriechen. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Ah, da haben wir einen Zwischenspeicher. Oh, hi, 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 hi. Hallo. Ich war aber schneller als du. Aua, jetzt aber nicht. Ah! Diese Viecher, die erinnern mich aktuell zumindest noch so ein bisschen an diese... Wie heißen die? An diese Nightwalker von Dying Light. So ein bisschen. So, was haben wir hier? Oh, Medizin. Gesundheitsinjektor. Ja, auf diese Info habe ich gewartet. Suche nach an Wänden montierten Kästen, die einen Gesundheitsinjektor enthalten. Gegner können Gesundheitsinjektoren fallen lassen und sie können auch in Beutekisten gefunden werden. Also im Grunde genauso wie bei Dead Space. Finde ich gut. Drücke 3, um schnell einen Gesundheitsinjektor zu verwenden. Sie füllen die Gesundheit wieder auf, aber verwende sie mit Bedacht, da du während des Injektionsvorgangs angegriffen werden kannst. Oh, was? Gesundheitsinjektoren können auch über den Inventarbildschirm verwendet werden. Oh, was? Da ist es nicht einfach so, dass du auf Q drückst oder wo auch immer das war und dann einfach nur flupp. Sondern hier tust du dir den wirklich injizieren und das ist natürlich geil. Mahlzeit. Oh, das ist gruselig. Hör auf damit. Ich habe Angst, an dem vorbeizugehen. Geh weg. Tu mir nichts. Ich will hier einfach nur raus. Wir müssen doch 100 Pro auch noch gegen solche Roboter kämpfen. Ich weiß das doch. Ich weiß das genau. Elias, something's wrong with the elevator. I'm heading down, not up. Damn, that means you're headed to Solitary. You can still reach the watchtower. Just have to go the long way. Dauert nur wink länger, ja geil. Danke. So, unten sind die komplett durchgeknallten. Ich quere den Isolationstrakt. Ich will hier nicht durch. Ich will hier nicht sein. Ich will hier nicht sein. Ich will wieder zurück. Ich will in mein Schiff und nach Hause fliegen. Oh ja, hier hat es so ein bisschen geruckelt gerade, weil es wahrscheinlich wieder ein neues Gebiet ist. Ich habe immer so das Gefühl, das Ruckeln kommt immer dann, wenn sich so neue Gebiete auftun. Oh, Alter, das sind die Isolationszellen? What the fuck? Okay. Ugh. Oh, ich glaube, dem geht's nicht gut mehr. Ugh. Oh, muss ich hier wirklich durch? Da greift mich doch bestimmt wieder irgendwas an. Ugh. Oh Gott. Was mir auch gerade einfällt... Oh mein Gott, wenn das hier so ein Dead Space-like ist, kommt dann auch ein Hunter? Oh Gott, da habe ich Angst vor. Wertvolle verbotene Gegenstände können für Credits verkauft werden. Oh Gott, ich habe Angst vor diesem Spiel. Ich habe richtig Angst vor diesem Spiel. Ich würde ganz gerne das richtige Dead Space spielen, da weiß ich wenigstens, was auf mich zukommt. Oh Gott, ich mag diesen Raum nicht. Wie war das auf 3? Ach, das gedrückt halten. Boah, das dauert ja ewig. Ja, ich glaube, viel mehr füllt er tatsächlich nicht auf. Ne? Vielleicht noch ein Strichchen. Vielleicht noch ein Strichchen zusätzlich. Ich speichere erstmal. Ich finde es gut, dass man hier manuell speichern kann. Auch wenn man trotzdem dann zum Checkpoint zurückgesetzt wird, wo ich mich eigentlich wieder frage, warum darf man speichern? Vielleicht hätte ich auch auf den Speicherstand laden klicken müssen. Kann auch sein. Geld! Ich bereue es, dass ich in diese Zelle gegangen bin und in die Toilette geguckt habe. Da ist überall zu. Kann ich da rein?
Oh ja, da kann ich mich reinquetschen. Die flüstern hier ja genauso wie in Dead Space. Ich hab Angst, ich will nicht mehr. Alter. Ich mag nicht mehr, Herr Gray. Okay. Das sieht aber nicht aus wie... Doch, das sieht aus wie Gestein. Gibt's hier auch Bosskämpfe? Ich will nicht mehr. Wow. Nein, mach die Tür wieder zu. Mach wieder zu. Geh da nicht rein. Oh, der gehört zum Inventar übrigens, deswegen kann man den nicht kaputt treten. Das sind hier doch die komplett Gestörten. Was ist aus denen geworden? Twitcher? Ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Ich habe noch nicht mal 2 Folgen aufgenommen, habe schon keine Lust mehr. Was haben wir denn hier? Noch mehr Kredits. Ich will eine Knarre haben, bitte. Entschuldigung, meine Nase juckt. Ich will nicht mehr spielen. Schluchzheul. Und ich spiele das auch noch blind. Warum tue ich das? Oh Gott. Da kommen die nächsten Viecher. Tu das nicht, Junge. Ich würde schon lange wieder in meiner Zelle sitzen und abwarten. Was ist das denn? You hurt? Yeah. No, but I had to kill him. Kill it. What the fuck is going on? Ja, irgendwas ist hier auf jeden Fall ausgebrochen. Wodurch die ganze Leute hier Viecher geworden sind. Also Münsterchen. Noch dazu sehr wunderschöne. Was ist das? Ah, das ist so eine Kiste. Aber ich muss sagen, das ist halt Gesundheitsinjektor und Credits. Das ist halt eher in so in der realistischen Sparte gehalten. Ne? Also, dass man bewusst die Kisten aufmachen muss, dass man bewusst sich den Injektor in den Hals kicken muss, um sich wieder Leben zu geben. Und in Dead Space waren das halt einfach nur Klicks oder Tritte. Also hier ist das dementsprechend schon etwas realistischer gehalten, was ich eigentlich richtig cool finde. Aber im Kampf ist das halt scheiße, wenn du... da kannst du knicken, dass du dich zwischendurch mal heilen kannst, ne? Wenn du angegriffen wirst, das kannst du knicken, weil... Wie willst du das machen? Du brauchst locker 10 Sekunden, um dir das Ding in den Hals zu jagen. Du brauchst 10 Sekunden, um dir das Ding in den Hals zu jagen. In der Zeit können die dich töten. Also, ne, wenn die dich da weiter angreifen können, dann bist du ruckzuck weg. Einfach mal so. Und Verzeihung, dass ich die ganze Zeit hier jetzt einfach nur ganz normal rumlaufe. Found the elevator, heading up now. Good. Now this detour might actually work for us. There's a weapons lockup just past the infirmary. Good place to gear up. You'll need to watch out though. Security units are back online. Und man muss bedenken, ne, bei Dead Space war das ja auch einfach nur so eine Art, ein Abbauschiff. Das war ja keine Forschungseinrichtung, sondern so eine Art Abbauschiff. Und da waren die Leute nicht unbedingt geistesgestört, aber hier diese ganzen Verbrecher und so, ne? Muss ich sagen, erinnert mich so ein Ticken an Doom. Also an den Film zumindest. Die Spiele kenne ich ja eigentlich eher weniger, aber an den Doom-Film, wo sie ja aus Verbrecher diese Tests an den Verbrechern durchgeführt haben und wo die ja dann, wenn sie böse waren, auch mutiert sind. Lethal Force has been authorized. Au. No!
Ciao. Area secured. Moving to medical sector. Ja, das habe ich mir gedacht, dass die Roboter auch noch austicken. Oh nein. Schleich dich an den Sicherheitseinheit. Und keine Schleichpassagen. Och nö. Och bitte nicht. Oh, bitte nicht. Ich hasse Schleichpassagen. Och, warum tut ihr mir das an? ja. Okay. Ich will nicht. Ich habe keine Lust. Ich will nie mehr. Hallo? Kommen wir nicht weiter? Oh. Klettere in Schächte. Okay. Oh mein Gott, bitte. They can't track us. Down like that elevator back there. Just stay out of their line of sight and you should be able to sneak by. Okay. No movement detected. Bleib außer Sichtweite. Yay. Dreh dich bloß nicht um jetzt. Black Iron Security Unit active. Oh Gott! Systems online. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Bitte seh mich nicht. Boah, ist das euer Ernst? Der kommt da schon wieder. Nein, bitte nicht. Beeil dich, Junge. Lethal force authorized. Warum geht er auch dahin? Bitte tu das nicht. Just stay low. Nein, kletter da doch nicht hoch, Junge. Was ist los mit dir? Ich will da nicht hin. Er sieht mich doch. Warum? Warum bauen die sowas ein? Ich kack mir gerade die Hose. Nicht, weil es gruselig ist, sondern weil da Schleichpassagen dabei ist. Geh weg! Ich will nicht. Wenn das jetzt öfter kommt hier in dem Spiel, dann streik ich. Looks like I'm in the clear. Es sieht so aus, als wäre. Ja, es sieht wahrscheinlich nur so aus, als wäre. Jetzt kommt bestimmt irgendwie der erste Bossfight oder so. Ich habe eiskalte Hände. Ich bin mega angespannt. Das ist nicht gut für mein Herz hier. Was ist das denn? Nein, falscher Knopf. Doch, stimmt. Was bist du denn? Ich kann mir gut vorstellen, dass das die Viecher sind, wo einen vielleicht infizieren. War ein super Geschenk. Hey, lecker. Ich traue mich nicht mal aufzustehen. Weil ich sehr stark damit räche, dass das Viech hier gleich irgendwie durch die Tür kommt oder so. Und was ist das? Nimm die gute Sicherung, um Türen mit Strom zu versorgen. Um Türen mit Strom zu versorgen. Die da oder was? Was haben wir hier? Oh, wir haben wieder ein Dingens. Wie war das? Unbekannt. Okay, Caitlin Mahler. Black Iron today. Met Cole for the first time. He's authorized me to restart the program. It won't be easy, but I trust in my team. They, as I, understand the promise here. The opportunity that lies ahead. Okay.
Okay, die kann ich nicht starten. Ah, okay, die habe ich wahrscheinlich noch nicht gefunden, weil hier ist dieser Start, dieses Startsymbol ist auch grau und hier nicht. Oh Gott. Ich weine. Ich will nicht mehr. Ich habe noch nicht mal die zweite Folge durch und komme schon mit Schleichpassagen in Berührung. Nein. Ich habe das Spiel noch nicht mal richtig angefangen. Ich weine. Ich setze mich jetzt... Ich mache jetzt alles aus, setze mich in eine Ecke und weine still vor mich her. Das ist doch nicht wahr. Guten Tag, der Herr. Hallo. Au. Gib mir was. Kredits. Er ist ein Luftschacht. Ich mag keine Luftschächte in Spielen, die entwickelt wurden von den Leuten, die wo Dead Space entwickelt haben. Da mag ich keine Luftschächte. Das gefällt mir nicht hier. Das blitzt und blinkt. Geräusche. Hört auf damit. Gesundheitsgel. Change. Do not fear it. For it is only through change that we grow. That we become the best version of ourselves. Change can be hard. But it is necessary. Das sieht auch sehr creepy aus. Lockdown. Lock-up. Geh da rein. Ach, da hoch wahrscheinlich. Ist hier irgendwas? Nee. Mein Auge juckt. Eine Sekunde. Boah. Nein! So rum. Jacob, it's getting worse out here. Where are you? Ich bin am Weg. Made it to the infirmary. Still looking for that weapons lockup. Okay, we're getting close. Just keep moving. Theoretisch gesehen dürfte in Luftschächten hier eigentlich auch nichts kommen, weil man kann hier nicht kämpfen. Okay, ich nehme alles zurück. Geh runter. Hallo! Schon mal was von Ducken gehört? Du siehst doch diese Kackviecher schon. Ja, wenigstens haben sie Anstand und warten. Wo bist du denn? Hier geblieben. Kommt er wieder? Ich glaube, das geht nicht gut für uns aus, wenn wir da hingehen. Das erinnert mich sehr stark an diese Schränke, an diese Itemschränke von Dead Space. Ich will da immer hingehen und die aufmachen. Oh, das sieht aus wie ein Kontrollraum. Oh, ein Schockstab. Du solltest dich beeilen. Weg damit. Auch kein Mensch.
Da kommt doch gleich was aus dem Luftschacht gekrochen. Der wartet doch nur drauf, dass diese Sprechsequenz fertig ist. Oh. Oh. Akrobatik. Er macht Gymnastik jeden Tag. Daher kann der das. Okay, ich glaube, ich muss wieder zurück. Und da wartet unser nächster Kampf. Wo wir den Schockstab wahrscheinlich ausprobieren dürfen. Na, wo ist er, der gute Mann? Oh, da fällt mir gerade ein. Ich war auch schon mal im Knast. Und zwar sogar letzte Woche. Letzte Woche war ich im Knast. Und das meine ich ernst. Ich war mit meiner Betreuerin im Knast, weil da arbeitet ihre Tochter. Und die war krank und da hat sie Krankmeldung vorbeigebracht und da waren wir im Knast. Also ich kann überhaupt nicht, war schon mal im Knast in meinem Leben. Ich will nicht um die Ecke gucken. Ich will nicht um die Ecke gehen. Ich habe immer Angst, dass da was kommt. Sei nicht so laut. Warum? Warum zum Geier war ich da jetzt? Ich habe da nur den Schockstab gefunden. Warum habe ich gerade das dumpfe Gefühl, ich habe was vergessen? Ja. Ich glaube, ich muss nochmal zurück. Ich habe da, glaube ich, nur den Schockstab gefunden. Und ich habe den Eindruck, dass man da definitiv noch was anderes findet als einen Schockstab. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt da nur hingelotst wurden, weil wir den Schockstab holen mussten. Entschuldigung. Ich war wieder Brain AFK, das tut mir leid. Geh nochmal kicken. Also hier ist auf jeden Fall schon mal nichts, wo wir brauchen. Boah, so langsam knurrt mir der Magen. Ich glaube, ich muss mir dann erstmal was zu essen machen. Bevor ich weiter aufnehme, sonst haben wir dann irgendwie 3 oder 4 Uhr nachmittags und ich sitze hier und bin halb am Verhungern. Hä? Ja, nee, ist klar. Wenn ich hier drin bin, raste das Viech da drüben halber aus. Wenn ich aber rübergehe, ist es weg, weil ich wahrscheinlich hier nur was vergessen habe. Und wenn ich das Ding gefunden habe, das ich brauche, dann wird das Viech wahrscheinlich erst richtig getriggert. Okay, da sollte ich vielleicht auch nicht rangehen. Da kann ich nichts machen. Ach, guck, sag ich doch. Gut, dass ich meinem Instinkt gefolgt bin und mir gedacht habe, hä, das kann doch nicht sein, dass du da nur den Schockstab gefunden hast. Schnucki, ich warte auf dich. Ich weiß jetzt zwar nicht, was ich getan habe, aber ich denke mal, ich habe irgendwelche Türen aufgemacht. Wieder? Ah. Gut, dass ich meinem... Uff. Ich war aber schneller als du. Hui. Hui. Sonst noch jemand? Mein Schockstab ist schon ganz hungrig. Okay, das klingt extrem falsch. Entschuldigung. Das klingt extrem falsch. Diese Geräusche gefallen mir nicht. Yes. Ich bin gleich 30 Minuten. Ich würde sagen, ich mache jetzt hier erstmal ein Folgenpäuschen. Und mein Fazit ist, bisher läuft alles flüssig, auch die Kämpfe. Und wir hatten schon 2 Viecher auf einen Schlag. Also von daher glaube ich, ist das Spiel durchaus spielbar. Gelegentlich ruckelt es mal, vermutlich wenn ein neues Gebiet irgendwie gerade geladen wird oder so, wo man noch nicht war. Ansonsten hatte ich bisher keine Probleme. Die englische Synchro ist auch viel besser. Ich würde sagen, wir machen hier weiter in der nächsten Folge. Also bis dann, ciao!